Hallo Konfuzeier, schön, dass ihr da seid. Hier ist wieder eure Josie mit einer Folge des Realen. Ihr seid auch wieder vorgeschlagen von unserem Schildi. Ich sag's ja immer, wenn ihr Vorschläge habt, unten in die Kommentare und dann gehe ich darauf auch ein und reacte darauf, sobald es natürlich möglich ist. Nicht alles darf man reacten auf YouTube, aber ich gucke bei dem, was da vorgeschlagen wird, ist das bis jetzt immer so gewesen. Wie gesagt, es ist eine alte Folge vom Realen Irrsinn, hat ein bisschen heiklen Titel. Und ich denke da mal, das Thema wird aber wahrscheinlich lustig aufbereitet sein. Deswegen gucken wir es uns zusammen an. Ich wechsle mal die Szene und dann gucken wir uns den Titel zusammen an. Und zwar, wie ihr es schon seht, Nazi-Kennzeichen. Das ist natürlich immer so ein bisschen problematisch mit der Aussage. Aber wir gucken mal, was es damit auf sich hat. Das ist Volker Krüger, ehemaliger Theaterdirektor aus Glauchau. Das rechts neben ihm ist sein Auto und das da ganz rechts ist sein Autokennzeichen. Also, schickes Auto, es ist ein Jaguar. Das sieht schick aus. An dem Theater-Intendanten fand ich jetzt auch nichts Schlimmes. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es hat wahrscheinlich was mit den Buchstaben, die da drauf sind, zu tun. Ich weiß jetzt aber nicht, wie der Zusammenhang ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin geschichtlich bewandert und mag Geschichte auch. Das ist ein schönes Thema. Man kann viel dabei lernen und viel mitkriegen und so. Aber alles weiß ich nicht. Und der Zweite Weltkrieg ist für mich so ein Bereich, zumindest was bestimmte Sachen angeht, da bin ich nicht so firm. Das gebe ich zu. Also warten wir ab, was dabei rauskommt. Volker Krüger ist eine Gefahr für die innere Sicherheit Deutschlands. Schuld daran ist dieses Kennzeichen. GCRT28. Okay. Obwohl es ihm ursprünglich von der Zulassungsstelle zugewiesen wurde. Seit 15 Jahren habe ich das Nummernschild. Melde das immer im Sommer ab, im Winter wieder an. Kein Problem, lass das reservieren beim Landratsamt. Und diesmal wurde mir gesagt, das bekomme ich nicht wieder. Das verstehe ich überhaupt nicht. Moment, also wieso meldet man im Sommer das Kennzeichen ab, um es im Winter wieder anzumelden? Hat das irgendwelche steuerlichen Vorteile? Ich gebe ganz ehrlich zu, das hat mich bis jetzt noch nicht betroffen, weil ich habe keinen Führerschein. Ich habe zwar vor, wenn das mit meiner Umschulung klappt, einen Führerschein zu machen und dann entsprechend auch natürlich Auto zu fahren und so, aber hat das irgendwelche steuerlichen Vor- oder Nachteile, ob das Auto angemeldet ist, also das Nummernschild oder nicht? Und ist das nicht irgendwie eher teurer, wenn man das so macht als so? Also ich weiß nicht, ich verstehe das nicht. Interessant ist natürlich, dass sie 15 Jahre lang das Nummernschild immer so mitgemacht haben und jetzt plötzlich sagen sie nein. Es würde mich wirklich mal die Begründung interessieren. Dabei ist es doch extrem einfach zu verstehen, wer hier recht hat. Wir haben die Palette der Kennzeichen oder der Zahlen, die in bestimmter Kombination nationalsozialistisches Gedankengut verbreitet, haben wir einfach reduziert. Okay, also hat das RT28 eine Beziehung zur rechten Szene. Jetzt würde mich wirklich interessieren, welche, weil ich persönlich kann jetzt keine Verbindung dazu herstellen. Und das Kennzeichen von Volker Krüger lässt sich eindeutig in die rechte Ecke stellen. Ja, da steht es ja jetzt auch richtig toll. Also ich finde, ist ein schönes Fotomotiv, könnte man ein wunderbares Bild draus machen. Das ist für mich ein ganz normales, solides Nummernschild, was seit 15 Jahren existiert und keinerlei negative Ausstrahlung hat. Würde ich auch sagen, es ist ein Nummernschild. Ich denke mal auch, ich weiß nicht, ob es nicht vielen so geht wie mir, die jetzt keine Verbindung dazu herstellen können. Und deswegen, ich würde das Nummernschild sehen. Ich würde auf das Auto gucken, aber nicht auf das Nummernschild. Aber Herr Krüger, gucken Sie sich das doch mal ganz genau an. Ist doch klar, was hier Nazi-Gedankengut ist. Hoppla, was ist es denn jetzt genau? Jetzt kommt die Auflösung. Ich bin gespannt. Ihr auch? Die 28 ist es. Okay. Warum? Moment. Es ist die 28. Jetzt fragen Sie mich bitte nicht genau, was genau die 28 heißt. Könnten wir recherchieren und nachgucken. Oh ja. Okay. Also. Jetzt wird's. Sie verbieten die 28, weil es rechtes Gedankengut
befördern soll, wissen aber selbst nicht, was für Gedankengut damit befördert wird, warum es die 28 ist. Leute, ist euch schon mal aufgefallen, erstens wird jeder im Leben, der lang genug lebt, mindestens einmal 28, nein, nicht mindestens, der wird einmal 28 natürlich. So, wir haben in jedem Monat einen 28. Ja, selbst im Februar, ja, der Februar, die 28 Tage, nur im Schaltjahr dafür 29. Also, es gibt so viel mit 28. In jedem Lotto, auf jedem Lottoschein steht eine 28. Wir haben mehrfach, um genau zu sein, 24 Mal am Tag die 28. Minute. Leute, also man kann es auch übertreiben. Ah, gucken Sie doch mal. Na. Noch 28 Sekunden, dann finden Sie es doch bestimmt raus, hm? Jetzt sind wir da. Die 28 steht auf Deutsch für Blut und Ehre. Und Blut und Ehre ist eine verbotene rechtsextremistische Organisation. Ah, Unsinn. Absolut unsinnig. Und was hat die 28 damit zu tun? Fragen Sie mich bitte nicht. Also, Sie verbinden die 28 mit einer verbotenen rechten Vereinigung, wissen aber nicht, warum Sie sie miteinander verbinden. Deswegen verbieten Sie alles. Könnte mal vielleicht irgendjemand, falls hier jemand von der Kfz-Zulassung da ist und das sieht, bitte einmal nachgucken, wie viele Millionen Autos es in Deutschland gibt, die die 28 im Nummernschild haben und wie viele Leute dann ein neues Nummernschild bräuchten. Das ist einfach so. Oh Mann, Zwickau. Genau, das ist einfach so. So nämlich, die 2 steht für das B im Alphabet. Die 8 für das H ergibt B und H steht für Blood and Honor, Blut und Ehre. Oh Mann, und da soll einer drauf kommen. Also wenn mir ein Auto auf der Straße vorbeifährt oder ein Motorrad oder ein Mofa oder sonst irgendwas mit Kennzeichen, wir haben ja auch schon die Roller, die haben ja auch ein Kennzeichen dran, und da steht 28 drauf, da denke ich 28, aber nicht Blood and Honor. Echt, Leute, Zwickau, Bürokratie, das ist, oh nein, 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 wie kann die, Leute, nee. So löst der Landkreis Zwickau das Nazi-Problem. Toll finden auch Anti-Rechts-Aktivisten. Nein, ich glaube, es bringt absolut nichts. Der Rechtsextremismus wird dadurch um kein Deut weniger. Nee, garantiert nicht. Es wird nur unsinniger und noch unsinniger, weil sie Sachen völlig... garantiere euch, wenn ich mir das Alphabet vornehme und jede Zahl und dann finde ich garantiert irgendwo einen Verweis mit diesem Ding da zur rechten Szene. Also gibt es keine Nummernschilder mehr. Wir fahren alle ohne Nummernschilder. Hey, wir haben karibische Verhältnisse dann hier. Das wird geil. Jetzt mal richtig auf Deutsch gesagt. Wie finden Sie das? Scheiße. Passt. Ich nehme mich voll und ganz zu. Sollte man nicht sagen, ne? Nee. Doch, sollte man. Nur nicht. Die 14, die 18, die 28 und die 88. Warum? Also alles mit 8, 8 und 4. Und warum jetzt die 14? Ganz einfach. Also da bin ich, komme ich jetzt selber drauf. 14. Wohl 14. A, B, C, D. Nee, okay, 14 bin ich jetzt noch. 18 wüsste ich, aber 14? Nee. Doch, hat sie doch gerade. Gut, 11, 23, 6 KWF. Keine weiteren Fragen. Also, ja, echt, das ist Schildi, geile Folge. Richtig geile Folge. Ja, echt, also so Unsinn. Das ist, ich sag's ja, bei fast bei jeder Folge, reale Irrsinn in Reinkultur, aber das ist nicht nur reale Irrsinn in Reinkultur, das ist... Das kann man gar nicht anders. Also, so unsinnig, so irrsinnig kann keine Behörde sein. Wirklich. Also, das ist so eine Folge, wo ich mir sage, so, ist das wirklich eine echt ernst gemeinte Sache? Aber es ist leider so. Also, es gibt wirklich sowas. Und, ja, toll. Aber wie gesagt, Schildi, danke für deinen Vorschlag. Das ist eine geile Folge und ich finde das echt, da ist das Thema richtig lustig aufbereitet. Gut. Auch hier machen wir natürlich wie immer unser Like hier unten rein. Aber nicht, dass jetzt einer kommt und sagt, ja, du hast das schon geliked, warum soll ich denn dann auch noch liken? Jeder Like zählt.
Und hier seht ihr schon, es sind fast 50.000 Likes auf dieses eine Video. Das ist doch meine Zahl, oder? Aber bevor ihr wieder rüberhüpft zu den Kollegen von Extra 3 und vom realen Irrsinn, natürlich das Ganze hier auf dem Kanal auch machen, auf YouTube. Liken, abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Ein Kommentar unten in die Kommentarfunktion, wenn ihr einen Vorschlag, eine Anregung, eine Kritik, ein Lob oder sonst irgendwas habt, was ihr loswerden wollt zu dem Kanal und alles über der Gürtellinie bleibt, dann unten rein, ich reagiere darauf. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Ja, achso, bevor ich es vergesse, wenn ihr das Originalvideo sucht, unten in der Funktion ist es verlinkt und gleich in der Endcard habt ihr es auch. Wenn ihr mal live dabei sein wollt, Twitch-Kanal ist auch unten verlinkt. Könnt ihr drauf gehen und mal zuschauen. Meistens habe ich meine Zeittafel aktuell und ihr könnt zuschauen, dann wann die Zeiten sind. Und ja, was bleibt mir jetzt noch zu sagen? Tschüss von meiner Seite, bis zum nächsten Video. Eure Josie.